Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute machen wir eine Pop-Up-Karte zusammen. Und zwar ist das das gute Stück. Es wird hauptsächlich halt wirklich gemacht ohne Designpapier. Ihr könnt es allerdings auch mit Designpapier machen, aber dann müsst ihr euch die Maße selber ausmessen. Ich habe es jetzt auch ohne gemacht und dann halt mit dem Hintergrundstempel. Vielleicht nicht so das Ideale, aber es ist der einzige Hintergrundstempel, den ich besitze. Ihr könnt natürlich auch mit einzelnen Stempeln arbeiten, das geht auch, ne? Das Gute an der Karte ist, wenn ihr sie aufklappt, bleibt dieses Textfeld vorne, so dass man es, wenn die Karte aufgeklappt ist, immer noch sehen kann. Fand ich ganz cool. Ja, und dann würde ich einfach sagen, ich zeige euch jetzt gleich in dem Video, was ihr dafür braucht und wie es funktioniert. Viel Spaß beim Zusehen! Für die Karte brauchen wir ein bisschen Zubehör. Ist jetzt nicht so weltbewegend viel, aber so ein bisschen. Wir brauchen einmal für die Grundkarte ein Stück Cardstock in 21 x 14 cm. Wir brauchen für das Innenleben ein Stück Weiß in 20 x 13,5. Dann brauchen wir ein Stück Farbkarton in 10,5 x 2,2, ein Stück in 10,5 x 1,8 und wir brauchen für das Fensterchen einmal eine Mattung plus ein Grußfeld. Dann dementsprechend, weil wir ja vorne drin auch das Feld haben müssen, in der gleichen Größe wie jetzt hier die Mattung, dann auch passend die Stanze. Dann braucht ihr irgendeinen Hintergrundstempel, den ihr nutzen wollt. Das hier ist jetzt gerade der einzige, den ich habe. Der ist von CC Designs und zwar ist das der Cutty Doodle Background. Den werde ich nutzen. Ich wollte jetzt nur, dass man sieht, dass man das auch wirklich machen kann. Ja, dementsprechend noch andere Stempel, die ihr nutzen wollt und ein Stempelkissen. Ich habe leider keins in dem Grünton, deswegen probiere ich es mal mit dem Gelb. Ich weiß nicht, wie es aussieht, aber ich konnte mir ganz gut vorstellen, da ich ja Gelb auch noch mit in den Grundkarten drin habe, dass das eventuell ganz gut aussehen könnte. Wir werden es einfach ausprobieren. Ja, dann mache ich gerade ein bisschen Platz und dann geht es gleich weiter. Wir nehmen zuerst die Grundkarte, das ist die 21 x 14 cm. Die müssen wir einmal falzen in der Mitte auf der langen Seite bei 10,5 cm. Damit wir unsere Kartenform auch bekommen, dann kann das Falzbrett kurz weg. Dann einmal nachfalzen. Guckt, dass ihr da auch schön gerade seid. Mein Falzbrett ist jetzt nicht mehr das Beste, weil es schon mal gefallen ist und dementsprechend auch teilweise schief schneidet und faltet. Deswegen, wenn es mal bei mir sehr schief wird, es liegt nicht an mir, es liegt an dem Falzbrett. So, dann nehmen wir das Stück, also die Grundkarte und platzieren sie uns auf unserem Stempelhelfer. Allerdings, ne, wer sowas nicht hat, ist auch nicht schlimm. Es würde auch ohne gehen, einfach mit Stempelblock. Allerdings, ich bin da so ein bisschen, ja, wie hätte ich beinahe gesagt, ein bisschen geschädigt. Weil meistens ist bei mir der Stempelabdruck dann nicht so, wie er sein soll. Und dann kriege ich es nicht wieder so hin, wie es war. Und deswegen nehme ich bei sowas schon definitiv immer eine Stempelhilfe. Ihr arrangiert euch das. Dadurch, dass wir ja nur eine Seite stempeln wollen, habe ich es jetzt innen drin mit solchen Post-its ein bisschen
festgemacht, weil mit den Magneten, die sind einfach zu dick und dann habt ihr die Stempelmotive auch nicht komplett. Und deswegen arbeite ich da ganz gerne mit den Post-its. Dann nehmt ihr euren Hintergrundstempel, platziert euch den auf die Karte. So wie ihr denkt, das müsste dann auch gerade sein. Ihr könnt natürlich auch zum Beispiel mit Blümchen arbeiten, dass ihr halt wirklich Blümchen macht und dann mehrere drauf arrangiert. Also das geht auch. Ihr müsst nicht unbedingt einen kompletten Hintergrundstempel nehmen. So, dann kommt einmal unsere Stempelfarbe drauf. Ich habe hier das Safrangelb von Stampin' Up. Ich habe leider nicht so den Grünton, wie der Kartenrolling ist. Deswegen muss ich da ein ganz klein bisschen improvisieren. Und dann lege ich mir den auf, drücke es mir schön fest. Gucke mal. Da ist noch ein bisschen. Das ist nämlich das Gute an dieser Stempelhilfe. Wenn dann mal so ein Bereich ist, wo ihr nicht genug gedrückt habt, klappt ihr einfach wieder runter und ja, drückt nochmal drauf und so habt ihr dann euer Stempelmotiv auch komplett. So, dann einmal ein bisschen den Stempel direkt abwischen. Hoppa, natürlich nicht den Müll da drauf lassen. Ich nehme dafür mal ganz alte Mikrofaser, was heißt alte, schon gute Mikrofasertücher. Nur welche, die ich sonst halt im Haushalt nicht brauche. Das sind dann schon speziell ausrangierte für diese Geschichten. Dann kann unser Stempel wieder weg. Das ist dann einmal der Kartenrolling. Der muss jetzt noch ein bisschen durchtrocknen, gerade wenn ihr Stampin' Up nehmt. Der ist noch feucht, also passt auf, dass ihr da nicht rüberwischt und legt ihn erst beiseite, dass er trocknen kann. In der Zeit machen wir nämlich gerade hier das Grußfeld. Da möchte ich auch ein ganz kleines bisschen gestempelt haben. Dafür muss ich jetzt aber die Matte wieder drin haben. Ihr müsst halt, wenn ihr so ein Stempelbrett habt, müsst ihr gucken. Wenn ihr diese Gummistempel habt, müsst ihr die Einlage rausnehmen. Habt ihr die normalen Stempel, dann könnt ihr sie wieder reinpacken. Weil die Stempel sind ja auch unterschiedlich hoch und deswegen ist das so, dass ihr das so machen könnt. Jetzt habe ich mir hier ein Stempelset rausgesucht von Action und ich möchte gerne hier die Ecke haben auf zwei Seiten. Das ist ein neueres Stempelset, also die gibt es noch nicht so lange. Ich habe heute doch mal Lust, ein ganz klein bisschen Deko zu machen. Ja, der Stempel ist ein bisschen größer wie das Feld selber. Das ist aber nicht schlimm. Ich glaube, ich mache das sogar nur an einer Seite. Weil ansonsten, wenn ich den jetzt dann so nochmal anlegen würde, dann überschneiden die sich, finde ich dann doch nicht so ganz so toll. So, dann einmal. So, dann könnt ihr euch den einfärben. Und aufstempeln. Ja, finde ich ganz süß. Dann kommt der Lappen wieder zum Einsatz. Die restliche Stempelfarbe ein bisschen runterwischen. Dann kann
das wieder hier mit drauf. Die Stempel sind an sich sehr schön, nur die haften nicht dolle. Also da müsst ihr dann schon ein bisschen aufpassen, dass euch das, wenn ihr das wieder rüberklappt, nicht komplett verrutscht. Aber ich sag mal so, für den Preis, was die kosten, ich glaube, die kosten 79 Cent, da ist mir das egal. Also da bin ich gnädig, weil, ja, es ist halt nicht viel Geld. So, also haben wir jetzt hier einen kleinen Rand drauf. Ich wollte eigentlich auch noch so rumstempeln. Und jetzt merke ich gerade, dass ich das Ding auch noch verkehrt rum genutzt habe. Naja, ist egal. Ist jetzt auch nicht schlimm. Da könnt ihr jetzt zum Beispiel noch was anderes reinstempeln, aber ich wollte eigentlich so noch setzen, aber dann hätten die sich hier überschnitten und das hätte mir jetzt nicht gefallen. Deswegen bleibt das jetzt so. Dann kann das Stempelkissen auch wieder zu. Und beiseite. Das bitte jetzt auch ein bisschen durchtrocknen lassen. So, dann gucken wir mal, ist das schon getrocknet? Ja, das ist jetzt trocken. Und dann geht ihr hin. Jetzt muss ich gerade ein anderes Post-it noch haben aus der Stanzmaschine. Da geht ihr dann hin, weil wir müssen ja auch das Fenster hier rausstanzen. Und ihr guckt, dass ihr das Feld so setzt, dass ihr links, oben und rechts ungefähr den gleichen Abstand habt. Das könnt ihr ruhig per Augenmaß machen. Es sollte nur halt definitiv gerade sein. So, denke ich, passt das ganz gut. Das einmal darauf fixiert, dann kurbel ich das gerade durch und hole euch dann zurück. So, jetzt habe ich es durchgekurbelt und ihr seht, das Fensterchen fällt auch schon von alleine raus. Dann kann die Stanze auch schon beiseite. Dann habt ihr hier euer Feld. Ist jetzt natürlich, wenn ihr das stanzt, klappt die Karte bitte komplett auf, wenn eure Stanzmaschine denn auch groß genug ist. Weil ansonsten habt ihr hinten nämlich die Abdrücke drauf. Das lege ich mir beiseite, vielleicht kann ich das doch nochmal irgendwann verwenden. So, dann haben wir hier, die kann dann erst ein bisschen beiseite, diese zwei Sachen. Das kommt nachher hier auf die Karte drauf. Auch da könnt ihr einen kleinen Gruß drauf stempeln. Mache ich jetzt nicht. Aber ich klebe die schon mal übereinander. Kann der Kleber da nämlich auch schon durchtrocknen. Und zwar guckt ihr hier, dass ihr oben und unten den gleichen Abstand habt. Die Streifen sind komplett gleich lang. Und dann könnt ihr die so komplett rüberkleben. Wenn doch ein ganz kleines Stück, wie bei mir jetzt hier übersteht, ist nicht schlimm, das könnt ihr nachher abschneiden und dann passt das definitiv auch schon komplett. Der kann dann zum Trocknen einmal mit an die Seite. Jetzt müssen wir unser Innenleben falzen. Das heißt, wir brauchen dann nochmal das Falzbrett und das Innenleben mit den 20 x 13,5 cm wird bei der langen Seite gefalzt einmal bei 5 cm
dann einmal bei 10 cm. Und einmal bei 15 cm. Das Stück ist ja 20 cm lang. Das heißt, ihr habt dann alle 5 cm eine Falz sitzen. Dann kann das Falzbrett beiseite. Und dann knickt ihr das wie eine Ziehharmonika nach. Das heißt, das erste Feld klappt ihr nach vorne. Gucken, dass es schön gerade ist. Und schön nachfalzen. Das nächste Feld geht nach hinten. Auch da gucken, dass es gerade ist. Und nachfalzen. Und dann wieder nach vorne. Und auch da nachfalzen. Das heißt, ihr habt hier diese Ziehharmonika-Technik. Das geht immer, immer ganz, ganz gut. Ihr könntet jetzt hingehen und das noch bestempeln, falls ihr das möchtet. Wenn ihr ein großflächiges Motiv machen möchtet, macht es bitte vorm Falzen. Ne, das ist ganz, ganz wichtig. Das sollte dann definitiv vorm Falzen geschehen. Weil ihr habt dann nämlich das Problem sonst, dass euch die Falzlinien stören und dann lässt es sich nicht mehr schön stempeln. Und deswegen halt definitiv davor. Wenn ihr mal so ein etwas stümpferen Schneider habt im Schneidebrett. Ihr könnt das immer ganz gut mit der Schere nacharbeiten. Diese ganzen Fusseln hier wegschneiden. Oder halt mit der Nagelfeile, das geht auch. So. Dann nehmt ihr das Teil so, dass das Mittelding nach oben ist. Und jetzt geht ihr hin, klappt das einmal nach links rüber und mit dieser Fläche, die jetzt oben ist, wird das hier in die Karte eingeklebt. Das heißt, ihr klebt das da jetzt so ein, guckt, dass ihr den Rand passend habt, oben, unten und rechts, dass das identisch ist, weil dann sitzt das auch definitiv richtig, richtig gut drin. Könnt ihr auch im zugeklappten Modus aufkleben. Das ist, lässt sich dann definitiv auch leichter zusammensetzen. Jetzt können wir weitermachen. Und zwar müssen wir jetzt unseren Mechanismus machen. Und ihr klappt euch die Karte auf, legt euch das erste Teil rüber und dann geht ihr hin und macht links ein bisschen Kleber, oben ein bisschen Kleber und unten ein bisschen Kleber. Ihr könntet jetzt auch rein theoretisch hingehen und da noch ein bisschen mehr machen, dass ihr einfach so ein bisschen Fläche habt, da wo halt wirklich auch der Rahmen unten ist. Und dann klappt ihr euch die Karte einfach komplett zu. Streicht euch das ein bisschen fest. Und dann könnt ihr sie aufklappen, na, vielleicht noch ein bisschen anziehen lassen. Weil die eine Falz, die ihr als Ziehharmonika eben gerade gemacht habt, die wird jetzt gleich in die andere Richtung gebogen. Da könnt ihr jetzt zum Beispiel auch nachhelfen, hier einmal in den Seiten festhalten. Und dann einmal so runterklappen. Auch da könnt ihr natürlich mit dem Falzbein noch einmal nacharbeiten. So, dann habt ihr nämlich hier euren Mechanismus. Wenn ihr noch relativ viel schreiben wollt, macht das bitte vielleicht auch vorm Einkleben, weil ihr könnt die Karte jetzt nicht mehr komplett öffnen.
Und ja, auf diesem Wabbeling lässt sich's doof schreiben. Oder ihr stempelt hier. Nee, hier geht auch nicht. Also ihr müsst schon, wenn ihr stempelt, hier irgendwas machen. Eventuell ein ganz kleines Stückchen nach hier hinüber, aber es darf nicht in diesem Bereich sein. Das funktioniert nicht. Dann klappt ihr euch eure Karte zu. Nehmt hier eure Mattung. Ihr seht, die ist genau passend, dass sie genau reinpasst. Und jetzt müsst ihr nämlich aufpassen. Ihr habt hier eure Falzlinie, die seht ihr ja ganz gut. Und ihr macht in diesem Bereich Kleber drauf. Kommt da bitte nicht zu nah an den Rand und auch nicht über die Falzlinie hinweg, weil sonst funktioniert der Mechanismus nämlich nicht mehr. Also lasst ruhig zu den Rändern und auch zur Falzlinie ein bisschen mehr Platz, dass, wenn es mal noch ein bisschen rausquetschen sollte, ihr euren Mechanismus nicht kaputt habt. Dann nehmt ihr euch eure Mattung und klebt sie genau in dieses Feld rein. Und dann ein bisschen festdrücken. So. Und dann nehmt ihr euch euer Grußfeld. Da könnt ihr komplett Kleber drauf machen. Und guckt dann, dass ihr hier in eurem, auf eurem Mattung auf allen Seiten ungefähr den gleichen Platz habt. Und klebt das dann darauf. So, das kann dann jetzt schön anziehen. Und dann haben wir ja hier unser längliches Textfeld noch. Bei mir steht es jetzt ein ganz kleines Stück über das Weiße. Also gehe ich einfach hin mit der Schere und schneide mir das ab. Und das kommt dann hier unten drauf. Guckt, dass ihr vielleicht ganz hier an der Falzlinie seid, weil wenn es dann hier noch ein kleines Stück übersteht, dann könnt ihr das auch abschneiden, ohne Probleme. So kann man das immer mal noch ein bisschen korrigieren, ohne sich dann die Karte im Endeffekt komplett zu versauen. Also guckt ihr, wo hier ungefähr die Mitte ist. Und klebt das dann nach hier hin rüber. Und ihr seht dann hier zum Beispiel, wenn man es ein kleines Stück aufklappt, kommt noch das Gelbe durch. Da gehe ich jetzt einfach hin mit meiner Schere. Gucken wir rum am besten, dass man da gut dran kommt. Und schneid mir das dann einfach da noch ab. Dass das dann nicht übersteht. Dann könnt ihr noch weitere Deko machen, was ihr gerne machen möchtet. Und dann ist eure Grußkarte auch schon fertig. Ihr seht den Mechanismus, das Fensterchen hier, das bleibt so offen stehen. Also so stehen, wenn ihr die Karte öffnet. Und dann habt ihr eine wunderschöne Pop-up-Karte. Also ich finde sie ganz cool. Und ja, würde mich einfach freuen, wenn ihr das nachbastelt. Ja, in dem Sinne, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Kommt auch gerne in meine Facebook-Gruppe und zeigt dort die nachgebastelten Karten von meinem Kanal. Ihr solltet auf jeden Fall mal reingucken. Den Link für die Facebook-Gruppe steht unten in der Infobox. Und dann würde ich mich auch freuen, euch da begrüßen zu dürfen. Und wir freuen uns immer über gewerkelte Sachen. Ob es jetzt das ist, was ich hier mit euch im Video mache. Oder halt was anderes. Ihr könnt euch gerne da total austoben.
In dem Sinne wünsche ich euch noch einen erfolgreichen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, bye bye.